Leg mir einfach mal auf den Tisch, ne? Okay. Was ist das jetzt für ein Gerät? Das ist einfach nur ein Diktiergerät. Also das ist noch eine Kamera und ein MP3-Player und was nicht alles noch. Okay. Komische Technik. Frag den Teufel. Aber der ist doch nach oben gerichtet. Ich habe aber leider kein Stativ bei, also ein Mini-Stativ, so ein Fingerstativ. Deshalb, das kannst du auch einfach hinlegen. Also das ziehe ich nachher einfach ein bisschen lauter im Pegel und dann kann man eigentlich bis... Ach, das ist für die Akustik aufzunehmen. Genau. Aber nicht für die Optik. Nö, das ist nur toll. Aber auch ja, ich höre dann heute Abend so viele Stimmen, also nichts Neues. Okay. Das war eine kleine... Ich fange mal mit dem an, was mir so heute im Laufe des Tages nicht in den Kopf gegangen ist. Einiges ist ziemlich spinnert, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe den Eindruck, oder ich hatte heute gedacht, eigentlich schreiben wir hier Geschichte. Das hört sich mal sehr massiv an, aber da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, wir fangen hier eine neue Idee an. Eine neue Idee, dass nämlich zum Beispiel Leute, die sich als links empfinden, ein positives Verhältnis zu Europa und zur europäischen Einigung formulieren oder zumindest dies versuchen, dies ernsthaft in Angriff zu nehmen. Denn bisher kennen wir die europäische Linke eigentlich als ein Gebilde, das erstens national aufgestellt ist und das zum Zweiten sagt, mit diesem Elite-Europa wollen wir nichts zu tun haben und deshalb ist es für uns auch kein Thema. Das hat allerdings schwerwiegende Konsequenzen gehabt. Die Europapolitik ist tatsächlich von der Linken links liegen gelassen worden und deshalb haben wir da heute ein Instrument der Machtergreifung, das sehr subtil arbeitet, aber eben auch sehr wirkungsvoll. Die Situation ist heute tatsächlich die, dass wir damit rechnen müssen, dass über kurz oder lang anstelle dessen, was wir immer als Demokratie empfunden haben, eine Technokratenherrschaft eingerichtet wird. Das ist in kleinen Schritten erfolgt, aber wir nähern uns diesem Zustand immer mehr. Und ein entscheidender Schritt dazu wird sein, wenn sich der Europäische Rat, inspiriert durch Frau Merkel in erster Linie, beziehungsweise der Banken, wie auch immer, wenn die durchsetzen, dass der Europäische Haushaltskommissar und damit die Europäische Kommission jeden einzelnen Haushalt in einem EU-Mitgliedsland genehmigen muss. Wir haben heute schon ein Verfahren, das nennt sich Europaseminar. Das ist ein Begriff, den maximal 1% der Bevölkerung kennen. Und das ist ein Verfahren, das Anfang des Jahres die Haushaltspläne der einzelnen Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und dem Europäischen Rat vorgelegt werden müssen. Und die debattieren dann und sagen den jeweiligen Regierungschefs, was sie davon ins Parlament tragen sollen und was nicht. Die, die das nicht tun, die kriegen Schwierigkeiten. Da können sie sicher sein wie das Abend in der Kirche, aber es ist intransparent und deshalb kann keiner sehen, was tatsächlich geschieht. Dieses Verfahren, das einfach eine Übung ist, das heißt, es wird einfach gemacht, soll legalisiert werden. Und das ist das, was wir unter Haushaltskonsolidierung verstehen oder was mit Haushaltskonsolidierung und europäischem Fiskalpakt und ähnlichen schönen Worten umschrieben wird. Das heißt, eine Entmachtung der nationalen Parlamente. Wobei man sagen muss, dass diese Parlamente sowieso heute schon mit der Euro-Problematik total überfordert sind. Es gibt kaum einen Abgeordneten, der in der Lage ist, wirklich sich ein Bild darüber zu machen, was in der Europäischen Union abgeht und welche Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Und dann kommt noch die nette Kleinigkeit hinzu, dass man dicke Rettungspakete, dick nicht nur in Bezug auf die Summen, um die es geht, sondern auch um die Schriftwerke, die teilweise diese Dicke haben, überreicht unter dem Motto, morgen stimmen wir darüber ab. Diese Leute haben keine Ahnung, die können keine Ahnung haben. Das kann man ihnen nicht mal zum Vorwurf machen. Zum Vorwurf machen müssen wir ihnen, dass sie sich dagegen nicht wehren. Aber diese Leute sind gut versorgt und die fühlen sich auch als eine gewisse Elite und deshalb machen sie das alles mit und sie wollen beim nächsten Mal wieder aufgestellt werden und es gibt Mehrheitsbeschlüsse in den Fraktionen und so weiter. Sie unterwerfen sich dem. Das wird alles wahrscheinlich in kurzer Zeit absolut legalisiert.
Wir erleben die EU heute als ein Gebilde, das demokratisch wenig legitimiert ist. Das wird offen zugegeben, auch von Verfassungsrechtlern und Ähnlichem. Aber wenn man zum Beispiel das, was heute Übung ist, in Buchstaben liest und darüber in einer Volksabstimmung abstimmen lässt und die Mehrheit sagt ja, dann ist dies alles legal. Dann wird da auch kein Verfassungsgericht irgendetwas gegen sagen. Und den EU-Gewaltigen ist klar, dass sie diesen Schritt, das, was sie heute machen, in Buchstaben zu gießen, darüber das Wort Verfassung zu setzen für Europa, dass sie diesen Schritt gehen müssen. Das werden sie gut vorbereiten, in diesen Vorbereitungen sind sie dabei. Da hat sich eine Gruppe von 4 Leuten, Spitzenleuten aus der EU, EZB-Chef, Euro-Rat-Chef, Euro-Gruppenchef und noch einer, den vergesse ich in letzter Zeit immer, Kommissionspräsident Barroso, ja, die arbeiten den Fahrplan, die sogenannte Roadmap dafür aus. Und es ist anzunehmen, dass wenn Merkel ihren Sturm mit der Wahl hinter sich hat, dass die Sache dann losgeht. Wenn diese Volksabstimmung kommt und mit Propaganda in Gang gesetzt wird und es gibt die Zustimmung, sind die Messen gesungen, haben wir nichts mehr zu machen. Haben wir nichts mehr zu lachen und dann haben wir keine Möglichkeit mehr der wirklichen demokratischen Beeinflussung. Die Möglichkeiten sind heute schon gering, dann sind sie noch geringer. Und daher ist die Idee gekommen, das isländische Verfahren für Europa umzusetzen, es nachzuahmen, zu gucken, was können wir davon übernehmen oder nicht. Die Isländer waren in der gleichen Situation wie viele andere Europäer, Finanzblase geplatzt und es sollten isländische Banken gerettet werden. Banken, die vor allem mit dem Geld von niederländischen und britischen Anlegern spekuliert hatten, hatten riesen Renditen versprochen. Das Ganze ist zusammengebrochen. Die Regierung tat das, was ihr von allen empfohlen wurde, ein Bankenrettungspaket auflegen. Die Bevölkerung in der Volksabstimmung Nein dazu gesagt. Das Ganze wurde wiederholt. Die Regierung hat das Rettungspaket ein bisschen geändert. Es wurde wieder abgelehnt. Daraufhin stürzte die Regierung. Und die mutig und selbstbewusst gewordene Zivilgesellschaft in Island hat gesagt, wir sind stärker, als wir gedacht haben. Und jetzt wollen wir eine neue Verfassung haben, denn unsere Verfassung ist eigentlich die dänische, unserer ehemaligen Kolonialherren. Ja, und das haben die gemacht und die hatten eine sehr gute neue Regierungschefin, die gesagt hat, dann machen wir jetzt mal einen ganz anderen Verfahren. Wir machen das nämlich im sogenannten Crowdsourcing-Verfahren. Und das heißt, die haben sich aus dem Telefonbuch 1000 Namen rausgeholt und haben gesagt, ihr 1000 macht jetzt mal den Vorschlag für die Gliederung einer neuen Verfassung. Und über diese Verfassung können die Bürger selbst ihre Vorschläge einbringen und diese werden dann eben sortiert. Das ist in reger Zahl geschehen. Dann hat man wieder ins Telefonbuch gegriffen, hat 1500 Namen rausgeholt und hat gesagt, ihr wertet das, was reingekommen ist, aus. Die haben also da zusammenhängende Texte draus gemacht und haben dann allerdings auch eins erkannt. Die Vorstellungen sind teilweise sehr konträr. Und deshalb waren die eigentlich nicht in der Lage, einen zusammenhängenden Text zu bauen, sondern sie haben gesagt, wir müssen in einigen Fällen die Alternativen deutlich machen. Und so hatten die isländischen Bürger die Möglichkeit, für bestimmte Passagen oder gegen andere zu stimmen. Die hatten also nicht einfach die Frage gestellt bekommen, wollt ihr die neue Verfassung, sondern sie konnten sie im Moment der Abstimmung noch mit beeinflussen. Nach Einschätzung von Verfassungsrechtlern ist die isländische Verfassung die modernste auf der ganzen Welt. Und es ist natürlich auch zum ersten Mal geschehen, dass so von unten wirklich eine Verfassung entstanden ist. Und ein Ergebnis, also zwei ganz herausragende Ergebnisse, sind das Internet und seine Freiheit steht unter Verfassungsschutz. Darf nicht eingeschränkt werden? Überhaupt nicht. Und der zweite Punkt ist, in Island ist das Privateigentum an natürlichen Ressourcen und Bodenschätzen verboten. Das heißt, zum ersten Mal wird die Allgemeinheit und damit auch die eigene Kinder- und Enkelgeneration zu Eigentümern und zu Grundrechtsträgern ernannt. Das ist eigentlich das absolut Neue. Das hat es noch nie gegeben und das ist überlebensnotwendig für die gesamte Menschheit.
Also man kann auf diesem Weg vorangehen, nur muss man den Unterschied sehen. Island hat 340.000 Einwohner. Das kann aber so groß wie Friedrichshain. Und wir haben es in der EU mit 500 Millionen Menschen zu tun. So was ganz, ganz anderes. Nur die Idee, dies aufzunehmen, eine Verfassung von den vom Souveränen machen zu lassen, ist natürlich faszinierend. Und wir sind hier eigentlich zusammengekommen vor 14 Tagen, weil wir gesagt haben, wir können das probieren. Und dass wir sagen, wir probieren es, birgt die Möglichkeit des Erfolgs, birgt auch die Möglichkeit des Scheiterns. Aber wer nicht versucht, hat sowieso schon verloren. Also haben wir gesagt, versuchen wir das Ganze mal. In den 14 Tagen hat sich viel getan. Also viel mehr, als ich für möglich gehalten habe. Ich war bei der ersten Sitzung überhaupt nicht so richtig zufrieden. Da gab es also so Fragen, also von wegen, wenn man was mit Volksentscheid macht, also dem Bürger kann man ja überhaupt nicht vertrauen. Der ist nachher für die Todesstrafe oder für Minarettverbot oder für Kopftuchverbot oder ähnliches. Also es kamen eigentlich sehr viele Bedenken, die sehr lautstark vorgetragen worden sind, und das hat mich persönlich runtergezogen. Und dann habe ich aber zwei Tage später gesehen, was hier passiert ist. Auf einmal hatten wir eine Facebook-Seite, inzwischen aber drei oder vier. Und ich hatte mich ja irgendwie so als Treiber bei der ganzen Sache gesehen. Und auf einmal merke ich, hey, das sind ganz viele Leute, die machen das, ohne dass ihnen irgendjemand was sagt, sondern die fangen einfach an und machen. Und das ist eine Kraft, die mich persönlich einfach begeistert. Das ist klasse. Einige der Leute sitzen heute hier, einige vielleicht nicht. Und die ersten Gespräche, die ich auch außerhalb dieses Kreises, ich hatte das zuerst in Attac eingebracht, geführt habe, die waren einfach so positiv. Wir haben auf diesen Facebook-Seiten innerhalb von dieser wenigen Tage ein paar tausend Leute, die das gelesen haben. Wir haben jede Menge positive Kommentare, und das macht einfach Spaß. Und wir sind davon überzeugt, die sich da mal gelegentlich darüber abgestimmt haben, dass das ein Virus ist, der ansteckt, und dass wir bald ähnliche Gruppen in anderen Städten haben werden und dass wir sie auch in anderen Ländern haben werden. Die EU ist nicht Island. Das heißt, wir haben im Moment 27 Mitgliedsländer. Die EU ist ein Teil von Europa. Wer heute Mitglied der EU werden will, und das war das Schicksal der Staaten, die früher zum Ostblock gehört haben, die mussten vorher einen Antrag stellen. Und da ist wieder was Intransparentes passiert. Den hat man nämlich den IWF-Aufenthalt gejagt, den Internationalen Währungsfonds, der mit Europa relativ wenig zu tun hat. Und der hat mit den Ländern Verhandlungen geführt. Und bei diesen Verhandlungen mussten die Länder bestimmte Politikinhalte sich zu eigen machen, wie zum Beispiel die Privatisierung des Gesundheitswesens. Ja. Und eine bestimmte Haushaltspolitik, die ihnen unmöglich macht, die eigene Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, dass da irgendwo mal ein eigenes Wachstum entsteht. Das war nicht möglich. Das ist bis heute nicht möglich. Und wenn man sich das anguckt, in Bulgarien und Rumänien, da haben wir teilweise die gleichen Preise wie bei uns, aber das Durchschnittseinkommen liegt bei 250, 300 Euro. Auf Zwang des IWF hat Rumänien eine Krankenversicherung eingeführt, die von jedem Einzelnen mit einem Fünftel seines Einkommens zu bezahlen ist. Es ist unvorstellbar, und die haben Kliniken dort, die sind in einem Zustand, dass die Leute ihre Bettwäsche mitbringen müssen und teilweise ihr Operationsbesteck, dass die Ärzte bestochen werden müssen. Und es tut sich nichts. Es gibt keine Hilfe durch Europa, aber es war ein hoher Preis zu zahlen, um in diese Gemeinschaft reinzukommen. Ich habe diesen Ausflug zu Rumänien und den anderen Ländern deshalb gemacht, um klarzumachen, wie weit die EU auch diesen Kontinent spaltet. Die Länder, die in die EU neu rein wollen, müssen Bedingungen akzeptieren, die die Länder in Armut zwingen. Und es ist anzunehmen, dass das, nee, man kann mit Gewissheit sagen, das, was jetzt mit den Griechen und den Spaniern und den Portugiesen passiert, ist vorher mit den Rumänen und den Bulgaren geschehen. Und es ist abzusehen, dass diese Sparpolitik auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, allen, die dabei sind, in Zukunft wirken wird. Und wir werden nie wieder wirtschaftlich auf die Füße kommen. Wir werden nie mehr den Wohlstand haben, den wir zum Beispiel in der Zeit des Ost-West-Konfliktes gehabt haben, als es noch zwei rivalisierende Mächte gibt.
Das haben wir unterschreiben lassen. Das haben wir unterschreiben lassen. So, es geht im Moment darum, Europa vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und trotzdem geht es um wesentlich, wesentlich mehr. Wir reden zum Beispiel, entschuldigt einen weiteren Ausflug, aber ich glaube, er ist notwendig. Wir reden von Energiewende. Wir reden von Energiewende, weil wir wissen, dass Atomkraft gefährlich ist. Wir reden von Energiewende, weil wir wissen, dass wir nicht mehr CO2 in die Luft jagen dürfen. Wir reden von Energiewende, weil die natürlichen Ressourcen knapp sind. Und sehen zum Beispiel, dass bei diesem neuen, noch nicht fertigen Berliner Flughafen heute schon gesagt wird, er ist zu klein. Das heißt, man geht also ganz klar davon aus, dass der Flugverkehr rasant zunehmen wird. Und mir sollte bitte keiner was von Energiepolitik erzählen oder von Energie sparen, wenn diese Politik verfolgt wird. Das heißt, wir haben in Europa, aber auf der ganzen Welt nirgendwo eine kohärente Politik, wo etwas zusammenpasst. Wie können wir zum Beispiel mit einer Wirtschaft leben, von der die Politik sagt, sie muss Ressourcen schonen, nachhaltig wirtschaften, wenn Produkte so ausgelegt werden, dass sie garantiert nach 4 Jahren kaputt gehen? Mir hat heute Morgen ein Geschäftsmann erzählt, dass er ständig von O2 bombardiert wird, wir haben ein neues Handy für Sie. Und er dann sagt, ich brauche kein neues Handy, mein Smartphone tut es eigentlich noch ganz gut. Und die rufen 6-mal hintereinander an. Die wollen ihm praktisch klar machen, dieses alte Ding ist wegzuschmeißen. Warum geht die Waschmaschine nach 3 Jahren kaputt? Das sind alles wertvolle Rohstoffe. Also wir müssen ganz klar zu einer Politik kommen, das ist, glaube ich, die größte aller Welten, wo man sagt, wir müssen Produkte herstellen, die halten und die auch reparierbar sind. Also vielleicht kommt euch dieser Ausflug jetzt hier kindisch vor. Ich halte ihn für ganz, 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 ganz wichtig, denn die EU ist ein Promoter dieser Wegwerfgesellschaft. Aber zur EU zurück. Was wir vorhaben, ist gigantisch. Wir können keinen richtigen Konvent machen, aber wir wollen es Konvent nennen. Wir wollen das in allen 27 Mitgliedsländern und um die Spaltung des Kontinents aufzuheben, möglichst auch in Russland, in der Ukraine, in weiß der Himmel, wo in Weißrussland, die Leute die Möglichkeit haben, auf einer gemeinsamen Internetplattform, auf dem jeweiligen Nationalitäts- oder Sprachenportal eine Diskussion zu führen, wie sie sich Europa vorstellen, um daraus nachher ein gesamtes Meinungsbild zu bilden. Das Wichtige ist dabei in gewisser Weise propagandistischer Natur, Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die EU-Gewaltigen den Startschuss zu ihrem Konvent geben, müssen wir schon da sein, sodass sie, und zwar so laut und vernehmlich, dass die Medien nicht übersehen können, dass die Menschen, die Bürger dieses Kontinents ein ganz anderes Europa wollen, als das, was die Technokraten im Kopf haben. Das ist unsere einzige Chance, etwas aufzuhalten. Und von daher kann man sagen, wir versuchen so etwas wie einen europäischen Frühling in Gang zu setzen. Das heißt aber, wir müssen Leute in allen Ländern mobilisieren. Und diese Idee, deshalb sage ich, das ist irgendwo historisch, was wir heute machen, haben wir hier angefangen zu denken. Und wir wollen, dass in allen Ländern darüber mitgedacht wird. In allen Städten Deutschlands und anschließend in ganz Europa. Und das wollen wir erreichen bis Juni diesen Jahres. Das sind 5 Monate. Viel Arbeit. Viel Arbeit, aber es wird sich auf ganz, ganz viele Köpfe und Mittäter verteilen. Und das geht natürlich nur, wenn man einigermaßen überzeugt davon ist, denn die Kraft des Glaubens hat, dass dies möglich ist. Wenn wir scheitern, scheitern wir, aber dann können wir uns zumindest sagen, wir haben es versucht. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich überspringe jetzt ein paar Punkte, die ich noch sagen könnte und komme mal auf die Aufgabe, die eigentlich vor uns liegt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit rationalen Argumenten nicht die Kraft haben werden, nicht ausreichend Kraft haben, weil die Leute abschalten, weil sie sagen, ich will von dem Blödsinn gar nichts hören, lass mich in Ruhe, ich habe mein Handy, gerade die jungen Leute werden das sagen, die teilweise in einer ganz, ganz anderen Welt leben und auch in einer Lebensphase der Zufriedenheit sind. Das hat wirklich was mit Lebensphasen zu tun, ob der jetzt so ein alter Mann wie ich mit 62 was erzählt oder ein 25-Jähriger. Und ich habe mich inzwischen mit vielen Leuten unterhalten, wie kann man das eigentlich erreichen. Und was
ich dabei am meisten gehört habe, ist das Wort Kultur. Das Wort Kultur ist es. Einer der Punkte, wie wir es aufbrechen können, ist Freude, Lebensfreude, Spaß vermitteln. Das ist bekloppt an bei diesem ganzen Thema, aber trotzdem ist es so gemeint. In einer WM-Offensive funktioniert dieses Motto zu Gast bei Freunden, aber auch immer die man so nicht für möglich halten hätte. Ja. Und von daher machen wir in circa 2 bis 3 Wochen eine Veranstaltung mit Künstlern. Also wir ganz gezielt, bitte, es fühle sich keiner ausgeschlossen, aber dies gezielt für sogenannte Kulturschaffende, wie man früher in der DDR sagte, also für Leute, die aus dem Bereich Musik, Schauspiel, Tanz, Kabarett, weiß der Himmel was kommen, um mit denen gemeinsam zu überlegen, was können wir an Aktionen stiften, die Leute aufmerksam werden lässt. Ich habe heute mit einem Techno-Club-Besitzer gesprochen über dieses Projekt. Er fand das Projekt sehr gut und sagte, was kann man hier tun? Er sagte, das ist eine absolut hedonistische, lebensfreudige, nur auf sich konzentrierte, ich will nicht sagen Generation, aber Masse, die zu erreichen ist schwer. Und wir sind darauf gekommen, wir müssen es mit Identifizierung schaffen. Damit, dass hier die Idole dieser Gesellschaft zu uns holen und sagen, sie sollen sich für uns bekennen. Also wir brauchen tatsächlich eine Erstunterzeichnerliste. Die müssen aus dem Bereich Politik, also ich meine der aufgeklärten Politik, die müssen aus dem Bereich der Kultur, die müssen aus dem Bereich der Wissenschaft kommen und ähnliches. Aber ganz wichtig ist es zum Beispiel, den Campino von den Toten Hosen zu kriegen, um jetzt mal irgendjemanden so rauszugreifen. Und wenn er Nein sagt, nehmen wir einen anderen. Ist okay, aber oder die bekloppten Scorpions, die mit ihrem Wind of Change wahrscheinlich keine Revolution ausgelöst haben, sondern sich draufgesetzt haben, aber trotzdem, die sind natürlich Symbole und dieses Lied ist ja natürlich auch fantastisch. Wenn sowas ähnliches wie Yes We Can oder Wind of Change ist einfach notwendig. Ne? Und vor diesem Hintergrund wird also das Thema Kultur eine große Rolle spielen. Wir haben uns zu Hause jetzt mal so einige Flashmobs angeguckt. Es gibt zum Beispiel einen tollen, der war im Arbeitsamt von Madrid. Man sieht, das ist ein typisches Arbeitsamt, Wartezimmer. Und auf einmal steht eine Frau auf und spielt auf der Flöte. Das Lied war Here Comes the Sun. Nur sie war nachher im Kreis von 14 Musikern oder sowas, so roundabout. Und es war eine Sängerin dabei, die dieses Lied vortrug. Es passierte eins, die Leute waren auf einmal aufmerksam und es gab ein Gefühl der Solidarität und nicht mehr des Alleine auf den nächsten Sachbearbeiter Wartens. Das war eigentlich so das Tolle dabei. Die hatten kein Plakat dabei, aber ich sage jetzt mal so eine Vorstellung, die ich habe, und es gibt sicherlich bessere dazu, ist, dass die Berliner Symphoniker einen Flashmob vor dem Brandenburger Tor machen. Den, den ich in Madrid gesehen habe auf YouTube, der begann damit, dass ein Cellist auf dem Stuhl saß, in Frack gekleidet, hatte einen Zylinder auf dem Boden, dann kommt ein Mädchen vorbei und wirft ein Geldstück rein. In dem Moment hat er angefangen zu spielen. Und nach kurzer Zeit hatte er auf einmal einen Geiger neben sich und so wurden es immer mehr Musiker, bis das ganze Orchester da war, aber alle nicht im Frack gekleidet, sondern in Normalklamotten. So wie du jetzt gerade rumläufst, so kamen die dahin, hatten ihre Instrumente dabei. Schließlich war der Chor dabei und die sangen die Ode an die Freude von Beethoven, was ja mal auserkoren war, eigentlich die EU-Hymne zu werden. Und was ich mir vorstelle ist, dass dort keine einzige politische Parole zu sehen ist, keine Fahne und gar nichts, aber eins. We are Europe. Oder einen gleichwertigen Slogan, der noch untersetzt ist, vielleicht mit der Internetadresse. Das brauchen wir. Oder Tänzer, die plötzlich auf dem Pariser Platz oder auf dem Potsdamer Platz oder am Alex oder was der Himmel wo, solche Aufführungen machen und sich dadurch zu erkennen geben, dass sie sich für etwas einsetzen. Eine weitere Idee ist in dem Zusammenhang, dass wir Benefizkonzerte machen. Also, dass wir Bands dafür gewinnen, dass sie umsonst spielen. Das können von mir aus auch Klassikorchester sein, das ist vollkommen egal, das muss breit gestreut sein. Und dass die Einnahmen dann zur Finanzierung dieses Vorhabens gehen.
Ja, das ist so ungefähr der Ausblick dafür. Also starten möchten wir, wenn es klappt, auf dem sogenannten Alter Summit in Athen, das ist im Juni diesen Jahres, das ist das Europäische Weltsozialforum, wo die Bürgerrechts-, zivilgesellschaftlichen Initiativen sich im Juni eben treffen werden. Und bis dahin müssen wir das Netzwerk stehen haben, ist für die, die hardcore mitarbeiten bei diesem Projekt, sicherlich viel Arbeit. Und ich hoffe, dass die Idee einfach so gut und überzeugend ist, dass wir nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sondern dass die Menschen merken, das ist der Weg. Und ich glaube, in Spanien und in Griechenland wird man das schnell kapieren. Wenn nicht, wie in Griechenland, die Gefahr ist, die Rechtsradikalen zuschlagen, die Betreuung der Bevölkerung übernehmen. Europa ist im Moment steht im Fokus, wenn wir die Welt für unsere Enkel erhalten wollen. Und dafür brauchen wir eine Wende der Politik, und da kommen wir an Europa überhaupt nicht vorbei. Das geht nur mit einem klaren Bekenntnis dafür, dass wir aus diesem Kontinent etwas Schönes machen. Das geht nur mit unseren Ideen, und ich mache eine Wette, eine Klasse von 16-Jährigen mit einem guten Politikunterricht schreibt innerhalb von 3 Tagen eine bessere europäische Verfassung, als die Regierungen das machen werden. Deshalb lohnt sich das Ganze. Ich habe lange genug geredet, ne? Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Dann schön.